Hallo, heute wollte ich euch ein paar Kleinigkeiten zeigen, die man mit Filzwolle häkeln und dann verfilzen kann. Auf dieser Seite, die Sachen sind schon verfilzt in der Waschmaschine. Da haben wir Herzen, ein Edelweiß. Nach dem Verfilzen, wenn ihr einmal ein Edelweiß gehäkelt habt und es ist euch zu lang in den Blüten, dann könnt ihr das einfach zu eurer Größe abschneiden, weil es geht ja nicht mehr auf, es ist verfilzt. Einfach eine Schere genommen und die Blütenblätter etwas gekürzt. Die grünen Herzen, das ist eine spezielle Filzwolle, die ist per Hand gesponnen worden. Wenn das so verknotet und verfaltet ist, dann kann man die ruhig mal bügeln. Dann nimmt man einfach ein feuchtes Geschirrhandtuch, legt die über die Herzen drüber und geht einfach mal mit dem Bügeleisen darüber, so auf Stärke 3 bis 4. Dann werden die wieder wunderschön und anderen gefällt es aber auch so mit den Knicken. Das sind jetzt einige Vorschläge, die ich noch nicht verfilzt habe. Das sind Blüten, Herzen, Kreise, auch mal ein Herz noch mal umhäkelt mit einer anderen Wolle und Ösen dran gemacht, dass man es vielleicht sogar aufhängen kann. An einem Weihnachtsbaum oder an ein Geschenk als Schlüsselanhänger. Das kommt immer ganz gut. Und hier ist eine Blattgirlande, viele grüne Blätter mit einem Stiel. Daran könnte man noch die verschiedenen Blüten anbringen. Und wenn ihr mal Interesse habt, dann schreibt es mir vielleicht und dann zeige ich euch, wie man eine ganz lange Blütengirlande häkelt und dann verfilzt. Wie gesagt, die Sachen sind noch nicht in der Waschmaschine gewesen und ich finde es immer ganz toll, weil ich nicht so gern Fäden vernähe. Die können wir einfach alle dran hängen lassen und erst nach dem Verfilzen können wir es abschneiden und haben gar keine Ahnung. Und diese Sachen kommen jetzt in die Waschmaschine, Programm pflegeleicht, am besten mit zwei, drei Tennisbällen und werden mit dem Flüssigwaschmittel bei pflegeleicht 40 Grad einmal durchgewaschen. Und immer wieder der Tipp: Gefällt euch das Verfilzen noch nicht, dann tut es einfach bei eurer Pflegeleichtwäsche ein, zwei oder gar dreimal nochmal mitwaschen. Und wenn euch das Ergebnis dann gefällt im Verfilzen, dann ist es fertig. Ich hoffe, die Ideen haben euch gefallen und tschüss!